Herzen ihrer Fans gespielt. Seit 40 Jahren stehen sie auf der Bühne. Ans Aufhören denken sie noch lange nicht. Warte mal, Moment. Gibst du mir das mal, Maschine? Scheiße. Dreckskabel hier. Sind halt ehrliche Jungs, die sind irgendwie authentisch und man, also ich glaube denen jedes Wort und das macht, glaube ich, ihren Erfolg aus. Wir haben keine Langeweile, weil wir im Rausch der Sinne sind. Ich habe einen großen Respekt vor der Band, vor Maschine und Quaster und Peter, weil die erstmal so lange durchzuhalten ist schon einen ganz besonderen Applaus wert. Wir haben Lust auf Abenteuer. Die Pudis und ich, wir sind eigentlich jetzt dran. Wir sind ja im letzten Akt unseres Lebens und wir bäumen uns nochmal wie der zweite Frühling auf. Sie singen und ich spiele wahnsinnig viel. Und die Leute haben immer noch im Gedächtnis, dass wir zusammen in einem Film mal aufgetreten sind, wo wir total das Gefühl der Leute verstärkt haben. Wir haben keine Langeweile, wir haben noch so viel zu tun. Im Gegensatz zum Alter der Band werden ihre Fans immer jünger. Da ist ein Funke übergesprungen. Über Zeiten und Weiten, über Jahre und Generationen. Man ist hoffentlich noch so einigermaßen auf der Höhe der Zeit. Und schmort nicht irgendwo rum und macht irgendeine Musik, die keiner mehr hören will. Jetzt aus der ehemaligen sowjetisch besetzten Zone, Maschine! Ich habe immer gesagt, ich versuche den Leuten aus der Seele zu reden. So, wir sind nicht nur für eine bestimmte Richtung da, sondern wir wollen einfach das Leben widerspiegeln in der Musik. An den Keyboards, Peter Mayer! Am meisten treiben mich eigentlich die Fans. Das heißt also, der Erfolg, das, was da so passiert, wenn man auf der Bühne steht und 5.000 oder 10.000 Leute jubeln und singen unsere Titel mit, das ist eigentlich, denke ich, der Hauptgrund. Amas, das ist Bimbo! Solange wie die Leute uns mögen, solange wie die Leute uns noch hören wollen und solange wie die Besucherzahlen stimmen, gibt es für uns eigentlich keinen Grund zu sagen, wir hören auf damit. Die Lieder der Pudis. Für die Fans sind sie Teil ihrer Hoffnungen und ihrer Träume geworden. Ich bin sozusagen vom Pudis-Fieber infiziert. Tolle Texte, geistreiche Texte, schöne Melodien. Und einfach unheimlich sympathisches Auftreten. Man muss sich das vorstellen, vorne stehen die Kinder und hinten ihre Eltern und ganz hinten steht Oma und Opa und gucken zu. Und alle sind glücklich. Also ich habe mir ja nie gesagt, du schreibst jetzt mal einen ganz besonderen Hit. Weil jedes Lied, was ich schreibe, ist besonders. In dem Moment ist es immer das besonderste Lied, was man gerade hat. Und manches wird besonders und manches auch nicht. So normal. Begonnen hat alles in den 60er Jahren, als Quaster noch Verkehrsbauzeichner war und Maschine Universalschleifer. Junge Amateure versuchen, mit Beatmusik aus dem DDR-Berufsalltag auszubrechen. Ihre Vorbilder
kommen aus dem Westen. Und da wollte ich unbedingt Musik machen und habe mir eine Gitarre gekauft dann irgendwann. Und in der Gitarrenschule lernen sie in 7 Tagen die Peter-Kraus-Gitarre. Und das war weiter nichts, da haben sie bei der Gitarre die unteren Saiten weggelassen, die beiden Tiefen. Dadurch konnte man einfacher greifen, das war alles einfacher. Und wenn man ein bisschen begabt war, konnte man nach einer Stunde 2 Lieder von Peter Kraus sich begleiten. Und da weiß ich immer noch, Sonnabend, Vormittag war auf BFN, Saturday Club. Früh, um 10 fing das an und ich musste zu dieser Zeit noch arbeiten. Damals hat man Sonnabend neu gearbeitet. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Mutter hat im Allgemeinen da sauber gemacht und ganz laut BFN angehört mit der Musik, die meine Mutter eigentlich gar nicht interessiert hat. Aber sie hat das immer mitgeschnitten und ich habe mir das dann hinterher zusammengeschnitten auf Tonband. Ich habe die dann abgeschrieben, die Noten aufgeschrieben und die Kollegen haben die englischen Texte so englisch wie möglich abgeschrieben. Und dann haben wir die Titel eben so gut es ging nachgespielt. Wer auf die Bühne will, braucht eine amtliche Zulassung. Es ist die Zeit der Coverbands. Nachgespielt wird alles, was in der Welt des Rock'n'Roll Rang und Namen hat. Alle Bands haben in den Rock'n'Roll-Schuppen überall in der DDR rumgetingelt. Es gab dann so die Hochbogen. Das war dann Schobau, Limbach, Oberfrohna und unter anderem auch Tivoli in Freiberg. Oftmals waren das private Kneiper, die einen Saal dran hatten und die dann im Prinzip machen konnten, was sie wollten. Ihren ersten großen Auftritt haben die Pudis im sächsischen Freiberg. Für den Jugendtanz in der HO-Gaststätte Tivoli werden 80 Karten verkauft. Mit selbstgebauten elektrischen Gitarren und 2 100-Watt-Boxen beginnt der Aufstieg. Am 19. November 1969, also unser erster Auftritt im Tivoli, das war also eine richtige Tanzveranstaltung mit weißen Tischdecken und die Leute standen, ich weiß nicht mehr, wie viel da waren. Aber neulich hat sich einer gemeldet, der dabei war und es muss wohl trotz allem ein großer Erfolg gewesen sein. Wir hatten 15 Titel drauf. Der erste hieß Venus von Shocking Blue und als wir fertig waren, haben wir wieder von vorne angefangen. Das Gesetzblatt der DDR-Tanzmusikanordnung schreibt vor, 60% Musik aus den sozialistischen Ländern. In der Praxis sind eher die Stones, die Purple und Led Zeppelin angesagt. Sie öffneten die Kulturhäuser, sie öffneten die Säle und man hatte die Jugend von der Straße und man hat sie konzentriert. Man hatte sie unter Kontrolle. Zum Image früher Jahre gehören lange Haare und Bühnengarderobe der Marke Eigenbau. Improvisation ist gefragt. Das war natürlich ein Drama mit den Klamotten, besonders mit meiner Größe. Also ich habe ja gar nichts gekriegt. Also normalerweise haben wir ja unsere Klamotten in der ersten Zeit komplett alleine genäht. Und wir hatten dann schon aus Markisenstoff schöne bunte Sachen. Und so haben wir uns Klamotten genäht, die so eigentlich nicht erhältlich waren, mit denen auch so keiner was anfangen konnte, außer wir. Dann habe ich mir auch Jeans mitbringen lassen. Und ich dachte natürlich, es gibt nur super, super schöne Jeans im Westen. Und das haben dann irgendwelche Omis mitgebracht. Und da habe ich gesagt, na, die hätte aus Polen sein können oder so, weißt du? Und das habe ich dann nachher auch auf ihr mal mitbringen lassen. Auch die Medien werden auf die Pudis aufmerksam. 1971 kommt das DDR-Fernsehen an den jungen Wilden nicht mehr vorbei. Der Punkt war, dass Fans geschrieben haben, aus Gardelegen ans Fernsehen. Und haben gesagt, ich wollen die Pudis hören. Und dann kam die an, das war damals der Chris Wallasch, der hat damals Bazar gemacht. Aber der Bart sollte ab von Quaster. Dann haben wir den öffentlich abrasiert in Magdeburg in der Stadthalle, hat er sich in der Badewanne gesetzt. Dann haben wir gesagt, ja, wir kommen ins Fernsehen. Und irgendwie ist es so beknackt, dass man im Fernsehen keinen Bart hat, obwohl ja Karl Marx auch einen Bart hatte. Ja, und möglichst natürlich einen eigenen Titel. Da haben wir dann auch ja nicht so gewusst, was machen wir denn da in Deutsch. Wir wollten ja nur keine Schlagertexte machen. So. Das war für uns ein völlig böhmische Dörfer. Und dann haben wir gemacht, Türen öffnen sich zur Stadt. Türen öffnen sich zur Stadt. Mit dem Titel Türen öffnen sich zur Stadt werden die Pudis über Nacht Stars in der kleinen Republik. Auch ihre ersten Autogrammpostkarten sollen den Eindruck entstehen lassen, sie sind angekommen. Irgendwo zwischen John Lennon und Mick Jagger. Eigentlich haben wir das so begriffen als Anfang.
als jetzt. Jetzt wird es freier, jetzt wird alles bunter, jetzt haben wir Möglichkeiten, jetzt wird auf die Jugend Rücksicht genommen, jetzt können wir machen, jetzt ist super. Also das war irgendwie so ein Gefühl, jetzt öffnet sich das alles ein bisschen. Für die Pudis öffnen sich vorerst einmal die großen Werkstore. Es geht um die Verbundenheit der Künstler mit der Arbeiterklasse. 1973 finden in Berlin die 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten statt. Honecker will Weltoffenheit zur Schau stellen, will mit Schwung die Jugend auf Linie bringen. Eine Hymne muss her. Angefragt wird auch bei den Pudis. Auf höchste Weisung hin werden sie engagiert. Das war Auftragskunst im engeren Sinne. Also wir sollten für die Weltfestspiele ein Lied schreiben. Und da saßen also die entsprechenden Zensoren, Kontrolleure der Partei, saßen da und haben also darauf geachtet, dass nichts in irgendeiner Form doppelsinnig ausgelegt werden konnte. Die Hitproduktion der Pudis ist in vollem Gange. Jedes Jahr ein neues Album. Ihre Fernsehauftritte werden in Szene gesetzt. Man ist bemüht, sich an westlichen Standards zu orientieren. Live füllen die Berliner Musiker inzwischen die großen Hallen. Wir haben euch eingeladen, nicht weil wir Alten eure Musik so gerne lieben, sondern weil die Jugend euch so gerne liebt. Ja. Und dass wir, glaube ich, das Richtige getroffen haben, beweist ja der Empfang hier. Ja, wunderbar. Gefördert werden allerdings nur Bands, die den Vorgaben ideologischer Unbedenklichkeit entsprechen. Es ist ja ein Wahnsinn zu sagen, dass es da keine Staatsband gegeben hat. Denn die ganzen Bands bekamen indirekt, direkt, wie auch immer, Förderung. Gibt's ja keine Frage, das war ja der entscheidende Punkt in der Kulturpolitik. Ein Filmkomponist wird auf die Pudis aufmerksam. Die DEFA dreht die Legende von Paul und Paula. Es geht in diesem opulenten Liebesdrama von Heiner Caro und Ulrich Plenzdorf um Glück, Liebe und das Tabuthema Tod. Die DDR-Kulturpolitik war ja mal ein Rauf und Runter. Es war also wieder mal eine Zeit, wo man merkte, es geht. Und bei der DEFA war es dann immer natürlich so, wenn es geht, dann probierte man, wie weit geht's denn? Also ran und machen und tun. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, dass es Zeit, dass er geht. Dazu brauchte man eine Band, die nicht Schmalzmusik machte und die auch nicht abgehobene Musik machte, sondern die eine Musik machte, die aus den Herzen der Leute kam, also die das Zeitgefühl auch. Und das war damals bei den Pudis scheinbar, also da hatte ich keine Ahnung, aber das hatte der Komponist entdeckt. Für mich war es ja auch das erste Mal, dass ich eine Berührung hatte mit so einer Gruppe. Ich habe ja sonst immer mit einem Orchester zu tun gehabt. Aber was mich natürlich fasziniert hat, war die Höhe der Stimme. Der kommt ja mit der Bruststimme bis ganz hoch. Und man hört als Fachmann, dass es keine ausgebildete Stimme ist, sondern es ist ein Naturschwein. Und das hat mich überzeugt. Jedenfalls war das für mich eine absolut ungewöhnliche Melodie. Und von der Stilistik her und so, da habe ich mich schwer getan, wissen Sie genau. Und irgendwie habe ich mich da auch mal ein bisschen geschämt, wenn ich das gehört habe. Aber scheinbar, dadurch, dass das vielleicht so naiv war oder so, fanden die Leute das irgendwie toll. Die Musik aus dem Film Paul und Paula ist bis heute ein Markenzeichen der Pudis. Waren sie vor dem Film bekannt, wurden sie nach dem Film berühmt. 1974 das erste Album. Mit 22 Millionen Tonträgern sind die Pudis auch für das Plattenlabel Amiga wahre Goldjungs. Provozierende Themen oder gar Aufmüpfigkeit gibt es in ihren Liedern nicht. Das finden die Fans bei der Renft-Kombo. Ich kann keiner Person oder Band
das irgendwie vorwerfen, dass sie nun irgendwie nicht das letzte München Abenteuerlust, würde ich fast sagen, gehabt haben und so wie wir nun sich haben verbieten lassen. 1975 ist auch die Renft-Kombo auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Doch mit ihren unangepassten Texten werden sie zum Störfall. Ihr Auftrittsverbot läutet das Ende des Tauwetters in der DDR-Kulturpolitik ein. Nach der Schlacht waren die grünen Wiesen rot. Monster, Gitarrist und Sänger der Band, zeichnet heimlich mit. Weil die Texte mit unserer sozialistischen Wirklichkeit nicht das Gericht zu tun haben. Weil in den Texten darüber hinaus die Arbeiterplatte verletzt wird und die Staats- und Schutzorgane diffamiert werden. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie für uns aufgrund dieser Tatsache nicht mehr existieren. Für die Künstler sind klare Grenzen aufgezeigt. Verbot oder Anpassung. Die Pudis spielen weiter, bis zu 180 Auftritte im Jahr. Schon selbst in tiefsten Ostzeiten, als wir noch nirgendwo hingefahren sind, haben wir gesagt, wenn wir jetzt hier weiter durch die Läden tingeln, ständig sind wir, ist es abzurechnen daran, wenn wir im Jahr 3-4 Mal irgendwo aufkreuzen, dass wir irgendwann abgewirtschaftet haben. Also wir müssen weg, wir müssen raus. 1976 dürfen die Pudis erstmals im Westen auftreten. Ein Hamburger Musikmanager war auf die Jungs aus dem Osten aufmerksam geworden. Wo ich sie ganz genau gehört habe, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, in diesem grauenhaften Loch zwischen Hamburg und Berlin, und das war Stimme der DDR, das war eine ziemlich kräftige, kraftvolle Stimme und ein kraftvoller Text, und hinter den ich gar nicht gekommen bin zuerst. Drachensteigen und so ein merkwürdiges Arrangement hatte ich noch nie gehört bis dahin. Und diese Nummer habe ich das erste Mal gehört, glaube ich, 1974, 75. Und habe sie eigentlich nie wieder vergessen. Peter Schimmelpfennig organisiert den ersten großen Auftritt der Pudis in der Hamburger Fabrik. Das Honorar ist eher dürftig für diesen Veranstaltungsort. 1000 Westmark werden vereinbart. Termin ist der 9. November 1976. Die Morgenpost machte auf, rechts oben die Pilzköpfe vom Alexanderplatz. Das war natürlich ein bisschen sehr heftig zugegeben, aber hatte Wirkung. Was der Veranstalter kaum für möglich hält, der schwer beladene Lastwagen W50 aus der DDR kommt tatsächlich pünktlich in Hamburg an. Im Gepäck 5 Tonnen Material, darunter 3 Lichtbäume, 1800 Meter Kabel und 34 Steckfelder. Alles ist dabei. Es wurde ein rauschender Erfolg. Und die Pudis haben gespielt um ihr Leben. Eine Woche später wird der Liedermacher Wolf Biermann aus der DDR ausgewiesen. Während in Ostberlin die Stimmung zwischen Kunst und Macht auf dem Nullpunkt ist, organisiert Schimmelpfennig Pudis-Konzerte quer durch die Bundesrepublik. Sogar im Westberliner Quartier Latin dürfen sie auftreten. Die Pudis sind die Stars, die aus dem Osten kommen. Die Leute haben Kopf gestanden, konnten wir uns auch nicht vorstellen. Man hat ja immer so Vorstellungen, dass man denkt, die im Westen sind alle besser. So genau wie die meisten Produkte nur mal einfach im Westen besser waren. Aber es gab einfach Leute, die haben sich dafür interessiert und die kannten auch unsere Lieder. Reise zum Mittelpunkt der Erde, die Pudis. Musikladen-Ikone Mike Leckebusch persönlich hat die Pudis nach Bremen geholt. Der Auftritt wird zur Stadtbahn West ins große Showgeschäft. Uns trieb die Sehnsucht, uns trieb nicht Ruhm und Geld. Das gesamte Equipment
der Pudis war, sag ich mal, für westliche Verhältnisse verbesserungswürdig. Und das wussten die Pudis auch und haben aber, muss ich sagen, auch mit einer gewissen auch Würde, muss ich sagen, ja, haben die Sachen da aufgebaut und hingestellt und haben sich auch nicht entmutigen lassen durch irgendwelche blöden Kommentare. Die Pudis spielten auf selbst gebastelten Instrumenten. Da gab es ziemliche Grobheiten. Die Pudis aus der DDR. Nach wenigen Auftritten haben die Pudis ihre Technik auf den neuesten Stand gebracht. Bezahlt wird mit der gerade verdienten Westkohle. Wir wissen nur, dass alle Bands Sachen aus dem Westen hat. Jede Band hatte damals eine eigene DE, also wo alles übertragen wird. Damals hieß es neue Gesangsanlage, weil es gab ja nicht aus dem Osten. Im Osten gab es einen Regent, das waren zwei so eine kleinen Boxen, da konntest du aber keinen großen Saal mit bescheiden. Das ging einfach nicht. Also denke ich mal, dass die genau gewusst haben, was alles mitgebracht wird. Da man eben das Instrumentenbeschaffungsproblem im Osten ziemlich groß war, wenn man nicht in den Westen fahren konnte, habe ich mich dann letztendlich, wurde ich bezahlt in Naturalien. Das heißt, ich habe für das Album, für Quasters Solo-Album, habe ich letztendlich eine Gitarre im Gegenwert bekommen, mit der ich das Album schon gespielt habe. Man musste nicht nur im Osten mit Noten umgehen, sondern halt auch mit Banknoten und mit Ostgeld und Westgeld. Das musste man lernen. Und wir waren alles Kleinkriminelle, um halt an die Gitarren und an die Verstärker zu kommen. Denn wir wollten den Sound haben, den die Welt hören will. Von dieser Art Materialbeschaffung durch die Bands profitierten gleichermaßen die Auftraggeber in der DDR. Nun stimmt auch der Sound auf FDJ-Großveranstaltungen. Startschuss zu unserer Rundfestival-Revue an den drei Tagen unseres nationalen Jugendfestivals. Yeah! 1979 wird die DDR 30. Zum Jugendfestival werden die Pudis verpflichtet. Zwischen den Zeilen berühren sie Tabuthemen über Außenseiter und gestrauchelte Jugendliche. Er dachte nur an das ganz große Ding, doch die geht der Schweige. Und er glaubte daran, dass es ihm gelingt, das ganz große Ding. Die Frage, dass man gerade zur Ostzeit ganz schnell im Knast gelandet ist, ja, da bin ich nicht frei davon gewesen und andere auch nicht, möchte ich mal behaupten. Der eine durch seine Gradlinigkeit, politische Äußerung etc. und der andere, der vielleicht mal eine Dummheit begangen hat. Ich meine, da war man ganz schnell mal hinter diesem berühmten Gitter. Und der Mensch war ja in diesem Moment, stand er ja auf der Straße und hat sich gefreut, wenn auch sein Thema, dieses Tabuthema, gebracht wurde. Und das war für die Pudis auch ein Erfolg, dass solche Lieder gebracht wurden. Ostmusik war mir überhaupt kein Begriff bis Ende der 70er Jahre, bis ich dann zum ersten Mal davon hörte, dass es im Osten auch Rockbands gibt, unter anderem auch die Pudis. Und man konnte sich das schwer vorstellen, weil Rockmusik mit deutschen Texten, das passte irgendwie unserer Meinung nach nicht so richtig zusammen. Die neue deutsche Welle war noch nicht geboren, das war ja erst 81, 82, 83. Und so gesehen waren deutsche Texte und Musik immer irgendwie entweder Reinhard May oder Schlager. Aber Rockmusik und deutsche Texte klangen dann doch spannend. Und dann habe ich irgendwann die Pudis gesehen und dann habe ich gesehen, jo, das funktioniert auch zusammen. Wenn der Erfolg eben mal da ist und wir hatten das Glück, eben einfach immer den Nerv der Zeit, jedenfalls für DDR-Verhältnisse getroffen zu haben, ging das eben weiter. Nahtlos. Bis heute. Ich habe sie dann Anfang der 80er Jahre, glaube ich, das erste Mal gesehen in Göttingen. Da waren sie auf Tour durch Deutschland.
ich glaube auch noch mit anderen DDR-Bands zusammen. Und wir sind in diese Stadthalle gegangen in Göttingen mit dem Gefühl, das muss man mal gesehen haben, mal gucken, was da jetzt kommt. Und wir waren eigentlich sehr offen, weil wir uns gesagt haben, mein Gott, wir sprechen die gleiche Sprache, wir kommen im Endeffekt aus demselben Land. Das heißt Deutschland, auf der einen Seite DDR, auf der anderen Seite Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht haben wir ja trotzdem was gemeinsam. Und dann war das Erlebnis, die Pudis zu hören, eigentlich klasse. Also wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, dass man auch auf Deutsch Rockmusik machen kann. Und wir haben auch die Musik, die sie gespielt haben, sehr schnell als gute Rockmusik erkannt. Im Dezember 1980 reisen die Pudis in die Rich Farm Studios nach London. Dorthin, wo auch Weltstars ihre Platten aufnehmen. Hier erfahren sie vom Tod John Lennons. Wir haben ja damals eine LP produziert mit unseren eigenen Titeln, aber Englisch. Und die wurde in der Nähe von London gemischt. Da waren wir ungefähr 2-3 Wochen dort. Und genau da, als wir beim Essen saßen, kam dann die Nachricht, dass John Lennon erschossen wurde. John Lennon war tot. Das war schon ein Ereignis gewesen. Und dann das Signal, haben wir am Klavier gestanden und ich habe irgendwie so mit dem Finger dang, 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 da, da. Und dann ist irgendwie die Idee, das Lied für John Lennon. Und so ist John entstanden. Wilde Schmidt in meine Wand. Hey John, der auf dein Name stand. Und meine Haare trug ich ganz genau wie du. Was du zu hören, hör dich zu. Diese Hommage der Pudis zeigt, dass die DDR-Rockmusik Teil der europäischen Popkultur ist. Die Hardliner im Politbüro sehen das anders. Die haben den Rock'n'Roll popularisiert in der DDR. Eigentlich hätte man sie verbieten müssen. Und es hat ja in der DDR auch Leute gegeben, die gesagt haben, noch zu den Zeiten, wo die Pudis den Nationalpreis kriegten, die müsste man ja eigentlich verbieten und einsperren. Das Gegenteil passiert. Die Pudis gelten als DDR-Markenartikel im Westen und im Osten. Im Oktober 1982 erhalten sie den Nationalpreis für Kunst und Kultur der DDR und 50.000 Mark in bar. Bei der Veröffentlichung ihres ersten Albums nach der Wende werden die Pudis nochmals damit konfrontiert. Ich weiß noch, bei der Pressekonferenz damals bei Amiga, als wir wie ein Engel gemacht haben, hat mich ein Journalist, da waren viele Westjournalisten, was haben Sie denn empfunden, als Sie den Nationalpreis immer gekriegt haben? Der hat jetzt wahrscheinlich gedacht, weil zu dieser Zeit war es so, dass einige Leute den Nationalpreis zurückgegeben haben. Aber ich weiß nicht, ob sie das Geld auch zurückgegeben haben. Und hat gesagt, wir fanden es toll, wir haben uns gefreut. Wir haben alle geklatscht, dass wir nicht in diese Bresche gesprungen sind. Ja, im Osten halt scheiße. Da wäre mir auch irgendwie blöd bei vorgekommen. Weil wenn du Hexfeuer machen müssen, Hexfeuer machen müssen wie Biermann oder Rempf, die ich dafür hoch verehrt habe. Aber wir waren nicht so. Als nach dem NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre die Angst vor einem dritten Weltkrieg Millionen Menschen auf die Straßen treibt, singen die Pudis eine ihrer stärksten Rockballaden. Eine Coverversion des internationalen Hits Hiroshima. Das wird nie mehr sein. Denn die Welt erinnert sich gut. Sonst holt die Blut Hiroshima. Die DDR wollte immer, dass man nicht gegen die Ostraketen irgendwas macht, sondern nur gegen die Westraketen, haben wir eigentlich mit den Liedern, die wir gemacht haben, immer so die Mitte gefunden. Das heißt also, es geht eigentlich gegen den Krieg. Egal, ob das nun einer aus dem Osten, Raketen aus dem Osten waren oder aus dem Westen. Ich glaube, dass weltweit Lieder gemacht wurden, die führen Frieden. Gegen Aufrüstung und so weiter und so weiter. Und wir haben das eben probiert, so gut auszudrücken, wie das damals für uns möglich war. November 2008. Proben für Ostrock-Klassik
in Riesa. Die DDR-Musikikonen nochmals auf die Bühne zu holen, ist eine Idee der Pudis. Mit dabei das Filmorchester Babelsberg. Im Finale ein Titel, der erstmals 1984 bei Rock für den Frieden gespielt wurde. Das Buch. Apokalyptische Vision über die Zeit nach dem Atomkrieg. Stell dir vor, irgendwo gibt es einen Planeten, auf dem intelligente Wesen leben. Sie sehen vielleicht genauso aus wie wir. Und auf diesem Planeten gibt es Bibliotheken voll mit Büchern. Geschrieben von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern. Und vielleicht, wenn auf der Welt der Hass und die Gier so groß werden, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann, dann vielleicht gibt es dort auch ein Buch, das heißt Der Untergang der Erde. Ostrock in Klassik ist natürlich toll, weil alle zusammenkommen, die in dieser Zeit Musik gemacht haben. Nicht alle unbedingt, aber viele. Alles ist ja gar nicht möglich. Und das macht eben den Reiz aus, weil diese Musik hat ja ihre eigene Geschichte und die gehört natürlich zum Land und auch zu den Menschen. Und dieses Wir-Gefühl springt, glaube ich, immer noch über. Und wenn dann das so getragen wird, mal in einem anderen musikalischen Kleid, mit dieser symphonischen Untermalung, was aber dann sehr, sehr gut umgesetzt wurde, dann kriegt das auch noch den Hauch des Großen. Merkt man erst mal, wie viel Substanz dahinter steckt und dass das eigentlich alles, also dass man da wirklich stolz drauf sein kann und dass es wirklich also alles eine große Berechtigung hat. Ohne die Pudis hätte es Ostrock Klassik nicht gegeben. Dabei wollte die Band bereits Ende der 80er Jahre, als die DDR im Taumeln war, von der Bühne abtreten. Wir hatten alles erreicht. Wir hatten 20 oder 25 Alben gemacht. Wir hatten Tourneen ohne Ende. Und wir wussten auch ehrlich gesagt ja nicht mehr so richtig, wie soll die Zukunft aussehen, was ist noch zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt war für uns irgendwie so ein bisschen Stillstand. 80.000 Menschen kommen im Mai 1989 auf den August-Bebel-Platz in Berlin. Abschiedskonzert der Pudis. Wenige Monate später ist der Staat DDR am Ende. Leben und Sterben und Streit. Kannst du dir auch mal ein bisschen verdrängt. Dieses Thema. Naja, dann haben wir das eben gemacht und dann standen wir eben da. Und wir wollten aber dann weiter produzieren. Wir wussten ja auch nicht, dass die Wende kommt. Der Titel Denk ich an Deutschland ist bereits 5 Jahre vor dem Fall der Mauer geschrieben worden. Er durfte bis dahin weder im Rundfunk noch im Fernsehen gesendet werden. Das Subversive des Textes hatte sich durch die Ereignisse erledigt. Erledigt ist auch die Treibhausidylle der Ostmusikszene. Die Musikszene war dann natürlich da so total am Boden nach der Wende. Und aus diesem Grunde war es natürlich auch ein Zug, dass es uns ja nicht mehr gab. Deswegen haben wir das auch ja nicht miterlebt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mehr Glück hätten gehabt als andere, weiß ich nicht. Aber wir haben dann 2 Jahre später wieder angefangen und das erste Konzert war in Dresden gewesen. Da waren 3.000 Leute. Der Veranstalter hat mit 500, wir haben mit 300 gerechnet. Weil wir von überall gehört haben, dass kein Mensch mehr auf Ostmusik steht, auf Ostrock. Nach wenigen Jahren sind Ostprodukte wieder gefragt. Auch die Pudis erleben eine Renaissance. Sie touren wieder zwischen Gardelegen, Tambach-Dietharz und Bad Doberan, füllen Stadien und Marktplätze. Da war ein Journalist, der hat geschrieben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Große Überschrift, die Mumien sind auferstanden. Nun werden die alten Lieder wieder rausgekramt und erscheinen musikalisch in neuem Glanz. Die Werbebranche entdeckt die Pudis. Man baut auf Ostidentität und hofft auf höheren Umsatz. Mit mir am Besen steht ein Paar, das denkt darüber nach, was war. Er sagt, ich glaub, ihr habt's geschafft und sie mein Stolz mit eigener Kraft. Sie haben sie instrumentalisiert, das ist richtig. Muss ich mal dazu sagen, aber den Pudis hat es ja nicht geschadet. Im Gegenteil. Sie haben ja dadurch gemerkt, wir werden angenommen.
Man liebt uns noch, man will uns noch. In den 90er Jahren entstehen in kurzer Folge Vereinshymnen für den Bundesliga-Aufsteiger Hansa Rostock und für den Berliner Eishockey-Club. Also das mit Hansa Rostock und mit den Eisbären ist natürlich ein Glückstreffer. Die Eisbären zum Beispiel, wir haben irgendwann hieß es, dass die Eisbären viel in Südtirol oder in Skigebieten gespielt wird, das Lied. Oben auf den Skihütten, wo die ihre Abriss-Skifeiern veranstalten. Da konnten wir uns überhaupt nicht erklären, wie kommt ein Eisbärenlied dahin? Weil das ist ja eigentlich ein Lied für die Eisbären, für die Eishockeyspieler, für den Eishockeyverein. Und ich glaube, dass sie bis heute, die denken nach Eisbären, Eis, Schnee, Winter, das ist ein Lied über Eisbären. Dieses Lied geht um die Welt und wird in Eisarenen zwischen Tokio, Toronto und Moskau gespielt. Aufgenommen als ein Hit. Und der Hit, der wird nicht in dem Moment gemacht, der wurde einfach geboren. In der Industrie wird der Hit auch gemacht, durch ständiges Spielen, aber hier ist einfach so, das Signal kommt rüber und man merkt, das zündet und man spielt es im Westen, genau wie im Osten. Noch einmal entdeckt der Film die Pudis. Sie spielen die Begleitband an der Seite von Mario Adorf, einem alternden Schlagersänger, der sein Bühnen-Comeback versucht. Der Film wird ein Erfolg. Wir haben uns so gut verstanden mit Mario Adorf. Wir haben dann auch privat immer in Pausen haben wir Witze gespielt. Weil Mario Adorf ist auch so ein toller Witzeerzähler und der ist vor allen Dingen auch ein guter Zuhörer und erzählt Witze denn so nach und interpretiert die. Und das fand ich immer so toll. Und dann haben wir einen Witz gespielt, beide. Und da wir uns eben so gut verstanden haben, haben wir ihn eingeladen, in die Waldbühne zu kommen und mit uns Gigolo zu singen. Und hier ist Mario Adolf! Waldbühne war super. Das war natürlich dann der Knaller, das war der Aufsetzer. Das finde ich schon gut, dass wir nicht als Oldies-Band durchgehen, also da heißt den alten Kram spielen, sondern dass wir immer wieder uns neu erfinden. Die Waldbühne war für mich schon ein Highlight. Ich habe dann die ersten vier Titel lang auch weiche Knie gehabt. Aber umso schöner war es dann. Der Stand wurde dann immer sicherer. Die 24.000 Leute haben getobt. Und dachte ich, naja, das hat schon seinen Sinn. Zurück zu den Anfängen. Vor großem Publikum in der Waldbühne spielen sie noch einmal ihren ersten Hit. Türen öffnen sich zur Stadt. Unterstützt von den eigenen Kindern, die inzwischen auch vom Musikfieber erfasst sind. Unsere Kinder sind natürlich damit wirklich aufgewachsen. Das heißt, ich kann mich gut daran erinnern, unser Sohn, der war früher als kleiner People, da war der 4, 5. Da war der mit gewesen, wenn wir in der Tschechei waren. Und dann sind die auch mal mitgekommen, wenn wir in Polen waren. Und dann sind die Frauen mitgekommen, wenn wir in Russland waren und so weiter und so weiter. Die sind da also richtig mit aufgewachsen.
Und haben natürlich gemerkt, dass das ein Beruf ist, der viel Spaß macht, der, wo man noch mit Geld verdienen kann, das darf man dabei nicht vergessen, und wo man Erfolge feiern kann. Die Söhne von Klaus Scharfschwert, Dieter Birr, Dieter Hertrampf und Peter Meyer spielen bei Stamping Feet und Bell Book and Candle. Ihre Väter zieht es alle Jahre wieder nach Freiberg ins Tivoli. Den Ort, wo vor 40 Jahren ihre Bühnenkarriere begann. In diesem Jahr entsteht ein neuer Titel. Als Dank der Pudis an ihre treuen Fans. Im Tivoli, im Tivoli. Hier war der Urknall unserer Symphonie. Musik kann ich dir jeden Tag 10 Lieder schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sagen wir mal, ein Text, das ist für mich dann schwer. Weil ich bin dann auch nur am Überlegen. Manchmal schwören Worte rum, weil mir fällt nichts ein, worüber kannst du singen. Und irgendwann ist dann so ein Punkt, danach, das ist es. Oft auch nachts, dann kann der dann nachts nicht schlafen und so. Also bei mir ist es so, da braucht dann 14 Tage für so einen Text. Na, dann kannst du nochmal mit dem Kompressor probieren. Wir wurden süchtig, so richtig süchtig. Bei Tivoli jetzt zum Beispiel, ich wollte die Nummer schon weglassen. Mir ist nichts eingefallen. Und irgendwann fiel mir ein, sagen wir machen eine Platte über 40 Jahre Pudis, Jubiläum, ja, wo haben wir angefangen? Tivoli. Und das ließ sich zufällig gut singen hier im Tivoli, im Tivoli. Naja, dann machen wir was. Dann kam das wie aus eben Guss, wenn du dann erstmal so ein Thema hast. Im Tivoli, hier war der Urknall. Im Tivoli, im Tivoli. Hier war der Urknall unserer Sinfonie. Den Laden erstmal 40 Jahre am Laufen halten, allein das kostet schon Energie. Aber dabei immer wieder neue Alben produzieren, immer wieder ans Publikum ranzugehen und immer wieder zu gucken, wie kommen wir mit aufs Treppchen. Wir wollen ganz nach oben. Und das macht den Erfolg aus. Ich glaube, dass sie Spaß haben, miteinander in dieser im Team zu arbeiten und dass da sie jeder so seine Qualitäten hat und dass die alle Mann zusammen, sagen wir, die Leidenschaft haben, Zeitgefühl in Musik zu transformieren. Das NDR-Fernsehen präsentiert die unvergessene Kultsongs der Ostrocker mit dem Sound des deutschen Filmorchesters Babelsberg. Ostrock-Klassik, das Konzertereignis. Mit den Pudis, Veronika Fischer, City, Karat, Ute Freudenberg, IC Falkenberg und vielen anderen. Am 1. August in Dresden, am 19. September in Erfurt, am 20. September in Leipzig, am 9. Oktober in Zwickau und am 7. November in Chemnitz. Tickets unter 0341 14 14 14 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Herzlich willkommen zu den Kurznachrichten von MDR Aktuell. Der Tourismus- und Handelskonzern Arcandor hat Insolvenz angemeldet. Betroffen sind laut Arcandor rund 43.000 Angestellte der Töchter Karstadt und Primondo-Quelle. Der Reiseanbieter Thomas Cook dagegen nicht. Der Handelsriese Metro bekräftigte erneut sein Interesse an den Karstadt-Warenhäusern.
8 Tage nach dem Airbus-Absturz über dem Atlantik sind die ersten Leichen an Land gebracht worden. Bisher wurden 28 Tote gefunden. Kriegsschiffe nahmen mehrere große Wrackteile an Bord. Air France kündigte an, die fehleranfälligen Geschwindigkeitssensoren innerhalb weniger Tage auszutauschen. Der Landesvorstand der CDU in Sachsen